So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do, rather do. Und ein Dankeschön an Mattes jetzt schon mal, denn er hat mir ein kleines Paket zukommen lassen. Mit einigen Spezialwerkzeugen für heute, die wir auf jeden Fall benötigen werden. Hallo Freunde, heute haben wir einiges zu tun. Eigentlich war es geplant, nur die Achsmanschetten getriebeseitig zu wechseln. Das habe ich ja schon mal gemacht, vor ungefähr 30.000, 32.000 Kilometern, glaube ich, war das ungefähr. Die sind jetzt leider wieder hin. Aber das soll heute nicht alles sein, denn das habt ihr ja schon gesehen. Das Video werde ich auch hier oben verlinken nochmal, falls ihr da Interesse habt, wie das genauer funktioniert, guckt ihr da einfach mal vorbei. Aber wie ihr schon im Vorspann gesehen habt, haben wir einiges auf dem Tisch liegen. Wir fangen eigentlich direkt an. Was das alles wird, seht ihr im Laufe des Videos, also wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So Freunde, ich glaube, man sieht mir an, dass ich schon eine Weile dabei bin. Die erste Seite ist komplett fertig. Jetzt für euch mal ganz kurz, was wir heute überhaupt machen. Und dann begeben wir uns auch mal zusammen unter das Auto. Wir machen heute neu den Querlenker. Die neue Exzenterschraube ist auch mit dabei, weil wir ja schon Erfahrungen gemacht haben. Traglenk oben war ein Hinweis im TÜV-Bericht. Achsmanschette ist schon wieder durch, nach ungefähr 30.000 Kilometern ungefähr. Stoßdämpfer vorn und hinten neu. Und das Radlager machen wir ebenfalls neu, weil es wummert ein wenig. Also auf geht's. So, Drehstabfeder ist gelöst. Wenn die so sitzt wie bei mir, dann kommt ihr um einen Schlagschrauber einfach nicht drumherum. Unmöglich. Weil es sich hierbei um eine Exzenterschraube handelt, habe ich die jetzt mal markiert, wie sie sitzt. Nach so einer ganzen Aktion müsst ihr natürlich sowieso zum Spur einstellen. Allerdings könnt ihr dann so zumindest einigermaßen geradeaus weiterfahren. Scheiße! Oh Mann ey, dieser Drecksquerlenker. Also wenn ihr die Querlenker austauschen wollt, besorgt euch gleich eine Flex. Das der Scheiß geht nicht raus. Keine Chance. Die Seite ist auch durch.
Wir haben jetzt 8 Uhr morgens und ich habe um 17 Uhr angefangen. Ich bin echt mega alle. Jetzt werden nochmal die letzten 3 Schrauben einmal vom Querlenker befestigt. Ich bin alle. Vom Querlenker befestigt, im gesetzten Zustand. Das hattet ihr mir ja letztes Mal empfohlen bei meinem Video. Und das möchte ich natürlich auch so umsetzen. Alter Schwede, bin ich im Sack. Jetzt noch fix den ganzen Scheiß hier aufräumen. Und dann geht's erstmal ins Bett. So, ich habe jetzt gerade das Video fertig geschnitten und weil mir doch so 1-2 Sachen aufgefallen sind, die ich einfach nicht gefilmt habe und zum Schluss war ich ja auch dermaßen fertig, wie ihr gesehen habt, dass ich da einfach keine Sekunde mehr ins Aufnehmen gedacht habe, sondern einfach nur noch ins Bett wollte. Aber für euch schraube ich jetzt das Rad nochmal ab und zeige euch nochmal 1-2 Sachen, die wichtig sind. Und zwar möchte ich bezüglich des Querlenkers nochmal sagen, die Seite, die sich wieder nicht lösen ließ, die habe ich hier komplett abgeflext und habe es dann mit ziemlich viel roher Gewalt dann doch rausgerissen, beziehungsweise habe den Kopf der Exzenterschraube hier auf der Seite, soweit es ging, rausgeschlagen und habe den dann abgeflext und dann rückwärts wieder reingeschlagen, so dass dieses Teil entnommen werden konnte. Das ist der erste Tipp meinerseits. Sieht man in dem Querlenker-Video, was ich oben euch auch nochmal verlinkt habe, glaube ich, ganz gut. Des Weiteren, oberes Traggelenk, hier auch ganz wichtig, habe ich nicht mit aufgenommen, wie ich es eingepresst habe. Auch dafür das Spezialwerkzeug nutzen, weil sonst habt ihr da echte Probleme. Aber da sage ich gleich am Ende auch nochmal was dazu. Auch den Stoßdämpfer-Einbau hat man leider nicht mehr gesehen, aber ganz einfache Sache. Hier ist der Halter von dem Stoßdämpfer. Der Stoßdämpfer zeigt hier runter. Den schraubt ihr mit den 2 Schrauben einfach wieder fest, mit dem richtigen Drehmoment. Und die untere Befestigungsschraube auch wieder durch die Koppelstange, durch den Querlenker an den Stoßdämpfer und wieder befestigen, so wie er vorher auch war. Ich hoffe, ich habe jetzt alles angemerkt. Falls ihr noch Anmerkungen habt, schreibt es bitte unten in die Kommentare und auch als kleiner Tipp, schaut euch immer die Kommentare an. Das ist sehr, sehr wichtig, weil da stehen oft gute Tipps drin und das kann ich euch echt nur empfehlen. Ansonsten noch eine riesengroße Empfehlung meinerseits. Ich hatte diesmal das erste Mal richtig vernünftiges Werkzeug. Erstmal den Schlagschrauber. Ohne den wäre ich diesmal nirgendwo hingekommen. Das Spezialwerkzeug von Matt ist nochmal viel, vielen Dank dafür natürlich. Ohne das hätte ich die oberen Traggelenke auf gar keinen Fall hinbekommen. Also das nochmal Empfehlung meinerseits. Ich verlinke euch unten mal alles, was ich so verwendet habe, beziehungsweise was ich euch empfehlen kann. Ist natürlich alles nicht günstig, gar keine Frage. Ich habe auch schon oft gelesen, dass in Foren werden diese Spezialwerkzeuge gerne mal vermietet oder ausgeliehen, wie auch immer. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, falls ihr nicht 80 oder 100 Euro für so ein Werkzeug ausgeben möchtet. Ganz klar, das benutzt man nicht so häufig, aber wenn man es hat, wirklich, wirklich kann ich nur empfehlen. Ansonsten auch die hydraulische Presse, die ich benutzt habe, um die Radlager auszupressen und wieder einzupressen. Ohne das wäre es einfach nicht möglich gewesen. Es gibt, glaube ich, Werkzeuge dafür, die man auch mit der Knarre betätigen kann, also ganz normal per Hand. Aber auch das müsst ihr euch auf jeden Fall anschaffen, wenn ihr so eine Aktion vorhabt. Das Ganze hier war jetzt wirklich Premium, dass ich da so eine Werkstatt hatte, beziehungsweise dass ich dieses ganze Werkzeug hatte. Das würde ich auch jedem empfehlen, der so eine große Aktion vorhat. Aber ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Falls ihr noch Tipps habt, gerne unten in die Kommentare, wie schon erwähnt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, auch wenn ich super, super fertig war, was aber trotzdem auch eine geile Erfahrung war, muss ich sagen. Und wer sowas auch schon mal gemacht hat, bitte mal in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben, falls es der Fall ist. Und lasst ein Abo da, falls ihr mehr von mir und von Oskar sehen wollt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!